Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe PokéMythBusters. Ich werde immer wieder mal gefragt, Lenny, wie funktioniert eigentlich so ein Pokéball? Ich meine, so ein riesengroßes Pokémon in so einem winzig kleinen Ball, wie kann das funktionieren? Und da sich das Format PokéMythBusters genau mit solchen Fragen beschäftigt, die über den Horizont von "Es ist doch alles nur ein Spiel" hinausgeht, lasst uns heute gemeinsam diskutieren über die Frage, was geschieht eigentlich in einem Pokéball? Wir witzeln immer wieder darüber, was für eine Tierquälerei es doch ist, so riesengroße Pokémon in einen winzig kleinen Ball zu stecken. Aber ist das eigentlich wirklich so schlimm? Nun, ich persönlich würde sagen, nein. Denn wie wir im Anime bzw. auch in den neueren Spielen beobachten können, werden die Pokémon scheinbar in Licht verwandelt. Von daher stelle ich mir das System eines Pokéballs quasi so vor. Sobald ein Pokéball auf ein Pokémon gerichtet wird, aktiviert sich quasi ein Laser-Komprimierungsstrahl, der die Atome des Pokémon in Laser verwandelt und so komprimieren kann, dass sie auf eine geringste Dichte zusammenkomprimiert werden und in dem Ball gespeichert werden können. Das hat den Vorteil, dass es platzsparender ist und die Pokémon quasi so nicht an Platzmangel leiden können. Das komprimierte Laserlicht wird im Ball quasi aufbewahrt und wenn das Pokémon gerufen wird, aktiviert sich der Laser wieder und stellt quasi die ursprünglichen Atome des Pokémon wieder her. Sobald ein Pokémon in einem Pokéball gefangen wird, wird diesem Pokémon dieser Pokéball quasi zugeordnet. Quasi eine Art ID-Verifizierung. Dieser Pokéball gehört jetzt quasi nur noch diesem Pokémon. Und dieses Pokémon bzw. dieser Pokéball hört auch nur noch auf dieses Pokémon. Das ist auch der Grund dessen, weswegen die Pokémon quasi immer in denselben Pokéball zurückkehren. Oder habt ihr euch nie gefragt, wie es die Leute in den Animes geschafft haben, gerade ihr Pokémon mit ihrem Pokéball aufzusammeln, obwohl viele andere Pokémon in der Umgebung auch noch rumstehen? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass das was mit Zielen zu tun hat? Okay, schön und gut. Wurde ein Pokémon also bereits gefangen, gehören Pokéball und Pokémon zusammen. Was ist aber, bevor das Pokémon wirklich gefangen wurde? Nun, da stelle ich mir so vor. Wird ein Pokéball auf ein wildes Pokémon geworfen, fängt der Ball quasi das Pokémon ein und das Pokémon in dem Ball versucht sich zu befreien. Das ist dann der zittrige Moment, in dem wir hoffen, dass das Pokémon in dem Ball drinnen bleibt. Es scheint also eine Art Kampf zwischen Ball und Pokémon in dem Ball zu geben. Sobald sich das Pokémon aus dem Ball befreit hat, wird der Ball beschädigt. Beweis dafür, der Ball ist weg. Wenn das Pokémon in dem Ball drin bleibt, hat der Ball den Kampf quasi gewonnen und das Pokémon gibt auf. Wieso gibt es Pokémon so schnell auf? Immerhin geht es um seine eigene Freiheit, um seinen eigenen Willen. Und viel interessanter noch, wieso gehorcht uns das Pokémon auf einmal? Was genau passiert da in diesem Ball? Ich bin der festen Überzeugung, der Ball manipuliert das Pokémon gedanklich und ordnet dieses Pokémon quasi jetzt diesem Trainer zu. Ja, man könnte sogar sagen, das Pokémon wird einer Hirnwäsche unterzogen. Okay, gerade im Anime gibt es immer noch Pokémon, die rebellieren, obwohl sie gefangen wurden. Das würde ich dem zuordnen, dass verschiedene Pokémon verschieden starke Gedanken oder einen eigenen freien Willen haben. Aber auf eine gewisse Art und Weise sind sie jetzt diesem Trainer zugeschrieben und ihm unterworfen. Während des Kampfes zwischen Ball und dem wilden Pokémon versucht der Ball bereits, das Pokémon zu manipulieren. Das Pokémon lässt das natürlich nicht ohne weiteres mit sich machen. Aber wenn er es geschafft hat, gibt sich das Pokémon geschlagen und gibt nach. Das könnte auch die Erklärung dafür sein, weswegen das Ganze so schnell geht. Nun gibt es ja noch spezielle Bälle wie den Nestball für Insekten-Pokémon oder den Tauchball für Wasser-Pokémon. Diese Bälle sind quasi auf die DNA bzw. auf die Gedankenströme dieses Pokémon-Typs abgestimmt. Was auch der Grund dafür ist, weswegen die Bälle bei diesen Pokémon besonders effektiv sind. Welchen Ball es allerdings noch gibt, ist der Meisterball. Der unzerstörbare, unbesiegbare, gnadenlose Meisterball. Und anhand der Thesen, die wir jetzt gerade aufgestellt haben, stellt sich die Frage, was macht den Meisterball so unzerstörbar? Ist der Meisterball einfach sehr robust gebaut? Ist er so stark zusammengeschweißt, dass die Pokémon gar nicht ausbrechen können? Möglich. Aber wieso schafft es dann auch nicht mal ein legendärer, riesiger, großer Koloss wie Groudon oder Rayquaza es, diesen Ball zu öffnen? Die einzige Antwort, die ich darauf habe: der Meisterball ist ein Supermanipulator. Der Meisterball manipuliert das Pokémon so extrem, dass es quasi von Sekunde 1 an keine Chance mehr hat auszubrechen. Es geht so tief in die Gedankenströme und in die DNA des Pokémon und schreibt ihm so enorm den Trainer zu, dass es gar nicht anders kann als zu gehorchen. Von der Produktionstechnik her wäre das nicht unmöglich. Der Meisterball wird von derselben Firma hergestellt, die auch das Sylph Scope hergestellt hat. Ein Gerät, mit dem man Geister identifizieren kann. Ist deswegen der Meisterball auch so selten? Den Meisterball gibt es nur ein einziges Mal im ganzen Spiel. Und er wird einem Kind verliehen, das den Mut hatte, sich gegen ein ganzes Verbrecherteam aufzulehnen und den Präsidenten gerettet hat. Und nun stellt euch mal vor, der Meisterball wäre ein konventioneller Ball. Jedes wilde Pokémon auf einen Schlag gefangen. Das würde die Wild-Pokémon-Population um einiges reduzieren. Bis zum Existenzminimum. Stellt sich nun also wieder die Frage,
Ist Pokémon Fang Tierquälerei, ohne dass sie es sogar merken? Was ist denn eure Ansicht dazu? Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten einfach in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken. Schaut dort einfach mal rein. Das war's mit Pokémon Busters für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao.